Oh mein Gott, was war das denn? Akt 5 war für mich wie ein bisschen wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und das nicht nur, weil der Osterhase und Santa in einem Video vorkamen. Nein, auch weil zwei meiner größeren Theorien wahr geworden sind. Die zweite meine Mundgesichter-Theorie. Und dann kombiniert sogar mit Zimmer Nummer 4, das in dem vor zwei Theorie-Videos hatte, das auch dann wahr wurde. Und dieser alte Mann, mit dem der Fremde geredet hat, der Mann im Mund ist. Und natürlich geht es heute auch weiter. Heute gibt es ein weiteres Analyse- und Theorie-Video. Heute ein bisschen anders. Heute machen wir Analyse- und Theorie-Video getrennt. Aber keine Sorge, morgen kommt direkt das Theorie-Video. Also heute komplette Ladung Analyse von Akt 5, dann volle Ladung Theorie. Wird geil. Also wenn ihr auch genauso hyped seid wie ich auf dieses Video, lasst gerne einen Daumen hoch da. Einmal unten liken und abonniert auch unten sehr gerne, dass ihr keine weiteren Videos zukünftig von mir verpasst. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los. Akt 5 fängt ja da an wieder, wo Akt 4 aufgehört hat. Im Hotel zum Zahn, wo die Maskenmänner gerade das ganze Hotel kontrollieren. Wie im letzten Video auch angeteasert, ist der Hüter des Hauses nicht der originale Montana Black, sondern sein Bruder Montana White, der an sich eine Riesenparodie zu Montana Black ist. Einer der größten Streamer Deutschlands, der auch mal der größte Streamer war, aber ich glaube nicht mehr ist aktuell. Hier sind beispielsweise so ein paar Aussagen wie Frauen sind wie Hunde. Frauen sind wie Hunde. Die jetzt hier bei Montana White anders sind, nämlich Frauen sind nicht wie Hunde. Und der Spruch Bammelningung, den er ganz gern gesagt und deswegen auch mal eine Kritik war. Bammelningung. Den aber jetzt Ju im ersten Akt zu Mann im Mond auch schon als Parodie benutzt hat. Bleib stehen, du kleiner Bammelningung! Und das wirft einen auch die Frage auf, müssten Ju und John nicht eigentlich ihn kennen? Weil sie bereits im Mann im Mond Akt 1 ja von ihm verfolgt werden, beziehungsweise ihn auch dann reinlegen wollten. Sicher, dass gleich Marcel Ehres kommt? Weil zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, dass Montana White ist. Und Montana Black, richtiger Name, ist ja Marcel Ehres. Aber später sehen wir ein Original Montana Black, aber dazu kommen wir noch später nochmal. Er hat das Ui auch drauf tätowiert, was er immer ganz gern sagt. Und dieses Hand-Ding, was er auch sehr gerne immer macht. So. Und aus seinem Hals natürlich der Spruch, get off my level, nicht das originale get on my level Logo. Einfach nur, weil es dann eine Parodie ist. Montana White hat auch ein Tattoo auf dem rechten Arm, wo drauf steht Oscar durchgestrichen. Weil er jetzt gegen Oscar ist. Also hat er sich extra dafür ein Tattoo gestrochen. Perfekt. Neben ihm auch der Mülleimer, den wir von Geheimnis der Zahnfee auch kennen, der in dem Fall hier Kylo darstellen soll. Der treue Begleiter von Monte, sein eigener Hund. Um Kylo darzustellen, sehen wir auch im Hintergrund ein schwarzes Laken auf dem Boden liegen, wo einer drunter liegt von Juice Crew, der seine Hand da durchsteckt, um diesen Mülleimer zu schauspielern. Also ja, sehr gut getarnt da hinten auf jeden Fall. Und im Hintergrund ein Aquarium, was der Montana Black damals im Stream sehr oft im Hintergrund zu sehen war. Und wie Monte eigentlich sonst immer am Vapen ist, so wird er hier dargestellt, dass er einfach so ein Asthma-Spray hat mit Raspberry Pie Geschmack, was auch eine Sorte von seinem Gynergy ist. Natürlich redet er auch genauso wie Monte mit der Synchronstimme von dem TikToker, der gerne Montana Black Parodien macht, was ich bereits in meinem letzten Theorie-Video schon angesprochen hatte. Es ist ein reines Parodiegeklatsche von Montana Blacks Sprüchen und Arten. Schaut auch dieses Gynergy-Tee, der so aufgemacht wird wie der Sound von seiner eigenen Energy-Drink-Marke. Und da hinten eine fette Sonne, die lacht. Wie auf dem Logo von dem Casino, wo Monte früher viel gespielt hat. Wir fanden auch, dass er anscheinend Monsieur Pete auch gut versteht vom Reden, was bisher keiner gemacht hat, außer Oscar. Und später noch eine andere Person, die ihn verstehen wird. Und was wir deswegen auch schon merken, ist, dass es einen oft ein Hinher gibt zwischen Ju und Monsieur Pete. Weil zuerst macht Pete was Gutes, die zum Hotel der Zahnfee führen, weswegen Ju ihn dann auch lobt. Danke, Pete. Und jetzt stellen sie fest, dass Zahnfee gar nicht dort ist und deswegen Ju ihn dann wieder anpöbelt und anmotzt. Ich sag mir nicht, der ganze Weg hierhin war jetzt komplett um. Sonst. Wieder will Pete Ju verteidigen und gegen Osterhasen kämpfen, wird weggenockt und verfängt sich in dem Ding. Und anstatt Pete zu danken, dass er sich da eingesetzt hat und Ju helfen wollte, beschimpft Ju ihn wieder. Du bist so sinnlos. Ja, aber ich finde es unfair. Da will Pete. Schon erfahren wir, dass er gegen die Maskenmänner Boykott, Boykittikuk, Boytikituk. Boytokiren. Ah ja, genau. Weil er dieses Hotel so mega gut findet und aus Bequemlichkeit er nicht gehen will. Und deswegen muss er Ju und John irgendwie aufhalten, die Zahnfee zurückzuholen, bevor die Zahnfee sie aus diesem Hotel, diesem Paradies rausschmeißt. Das macht er, indem er ihnen Tee aus den Weinis gekocht hat, was schon so ein bisschen angeteasert wurde, weil man die Schatulle unten auch schon auf dem Tisch gesehen hat. Aber da war die Wirkung von Weinis auf normale Menschen nicht so ganz klar. Aber spätestens jetzt wissen wir, dass sie wohl ordentlich einen wegscheppern, weil Ju und John deswegen auch einschlafen. Natürlich kann man jetzt denken so, ja, die Zahnfee trinkt die ja wie so ein Whisky, so pur, die Tränen der Weinis. Also ist entweder die Zahnfee schon ultra krass abgehärtet davon, dass die Weinis sie nicht ausnocken. Oder sie ist einfach einer der Wächter und deswegen muss sie die Weinis trinken, um überhaupt was zu merken, weil sie vielleicht von normalem Alkohol gar nichts merkt. Und als dann Ju und John so ausgenockt sind und Ju einen sehr wilden Traum hat, machen sie in einem Keller irgendwo auf in einer Zelle. Und damit Pete nicht abhauen kann aus dieser Gefängniszelle, haben sie ihn wieder in diesen Plastikring reingepackt, wie auch vorher schon bereits in Akt 4 gefangen wurde. Und auch später sich darin wieder verfängt. Warum gibt es davon so viel in dieser Welt? Das ist krass. Unwissend, wie die Maskenmänner nun aktuell sind, durchsuchen die Maskenmänner auch die Tasche von Ju, die er bei sich getragen hat, und offenbaren auch da das Gesicht von Mann im Mond, was dort in der Tasche drin ist. Deswegen Mann im Mond auch direkt erfährt, dass Ju und John gerade im Hotel der Zahnfee sind. Und dann kam der Moment, dass Ju und John zum ersten Mal erfahren haben, wozu der Stab eigentlich auch in der Lage ist. Und wir sehen auch, dass den Stab scheinbar jeder nutzen kann.
Hacker nicht nur die Zahnfee an sich, nämlich auch diese Funktion, Türen zu öffnen, die bei jeder Tür auf der Welt beliebig sich öffnen auch. Während Joe so total gespannt ist, juckt es John anscheinend gar nicht, als hätte er das vorher schon gewusst. Aber wenn er es doch gewusst hat als Fanboy der Wächter, hätte er es doch bestimmt irgendwie auch verwenden wollen, diesen Stab, oder? Die hätten schon genug Möglichkeiten gehabt, den Stab irgendwie zu nutzen und vielleicht direkt zu Zahnfee zu kommen. Obwohl sie dafür ja schon mal theoretisch hätte da sein müssen, um zu wissen genau, wie sie sich das vorstellen müssen. Weil später ja auch Pete die Tür nur aufmachen kann zur Zahnfee, weil er ja dort schon mal war. Während die Maskenmänner also weiterhin die Klamotten von Joe und John durchsuchen, übersehen sie irgendwie den Beutel voller Bohnen. Und während Joe denkt, er macht mit der Macht, zieht die Bohne zu sich, gibt es eine Premiere, nämlich ein erster Begleiter von den Wächtern, trifft auf Joe und John, aber Joe und John nicht auf die Person, weil sie die nicht wahrnehmen. Nämlich Minty zieht diesen Bohnensack zu den beiden, weil sie denkt, dass die beiden der Zahnfee helfen können. Minty kennt ja noch aus dem Geheimnis der Zahnfee, die ja von der bösen Seite der Zahnfee in diese Kellerarsel verwandelt wurde. Und dass sie wieder den Job auch macht, den Kellerarsel in diesem Hotel eigentlich tun, was wir bereits beim Geist der Zahnfee die Kellerarsel-Familie gemacht hat, nämlich ein Gepäck von vorne ziehen. Aber Joe und John checkt nicht, dass es Minty war. Wahrscheinlich denkt es Joe bis heute, dass er gerade die Macht angewendet hat, um diesen Sack zu sich zu ziehen. Komplett logisch auf jeden Fall. Und mit Hilfe der Bohnen können sie verhindern, dass Montana White sie zurück in diesen Vulkan reinschmeißt, wo sie bereits beim Musikvideo zum letzten Akt waren bei Irish Goodbye. Neben dafür eine Bohne von David Guetta und Baby Rexha, die dieses Jahr einen riesigen Banger-Song rausgebracht haben, bei dem sie den Song I Am Blue auch gesampelt haben. Nämlich ist der Song I Am Good. Diesmal ist schon auch wieder dran, die Frauenrolle zu spielen. Während des Songs ist mir ein kleiner Gastauftritt aufgefallen, und zwar die Lina, die bisher auch schon vorkam in Der Mann im Mond Akt 2. Dort hat sie bereits auch einer von dem Supermarkt gespielt. Und so wie sie mir erzählt hat, hat sie da scheinbar auch die Supermarkt-Chefin darstellen sollen. Gebt ihnen Hausverbot! Im Laufe des Musikvideos kommen Joe und John nicht nur aus der Gefängniszelle frei. Nein, sie nehmen auch wieder mal während eines Bohnensongs dem Gegner das Zepter der Zahnfee ab. Und mit der gewonnenen Info, dass dieses Zepter ja auch Türen öffnen kann, überall hin, schicken sie die Maskenmänner irgendwo anders hin. Und dann kommt endlich das Cameo von Monte, wie auf seinem Bruder Montana White trifft und sie sich sehr viel zu sagen haben. Digga. Ja moin. Und jetzt, da Joe und John ja wissen, dass dieses Zepter wohl Türen überall hin öffnen kann, wollen sie die Fähigkeit auch nutzen, um die Tür zu öffnen zur Zahnfee. Und da John ja der größte Fan der Zahnfee ist, probiert das zuerst. Allerdings weiß er nicht wirklich, wo die Zahnfee gerade steckt und kommt eher zu einem Zahnfee-Cosplayer. Und ich muss schon sagen, dass selbst mein Cosplay zur Zahnfee besser aussah als das hier. Auch wenn ich sagen muss, dass es ziemlich cool ist im Punkt auf Trashigkeit. Hundekauknochen, Plastikknochen mit Tesafilm dran geklebt, Zahnseide-Sticks an den Knöpfen, Eiskratzer auf den Schultern vom Auto, Wäscheklammern und ein Putzhandschuh mit einem Gebiss drauf, wo die untere Hälfte sogar auch Diamantensteinchen drauf hat. Als Stab und Gabeln auf Mut. Und das Make-up auf dem Gesicht auch auf der falschen Seite. Dieser Auftritt ist ein kleiner Gag, aber auch hauptsächlich dafür gedacht, um das Placement einzubauen, was hier sehr gut eingebaut wurde. Das Fass hätte John vortragen können mal, aber dann Joe ihm doch abgenommen hat. Und dann ist es soweit, Joe und John treffen zum ersten Mal auf den allerersten Wächter abseits vom Osterhasen, den sie bisher nur böse oder tot begegnet sind. Während beide fast zur Zahnfee angekommen sind, rennt John in seinem Fandom davon, lässt Joe hinter sich, der direkt vom Osterhasen überrascht wird, der auch zufällig gerade dort ist. Weil wir ja wissen, wo das Gesicht ja geöffnet, das heißt, der Mann im Mund wusste, dass sie mit dem Zepter früher oder später bei der Zahnfee dort ankommen werden würden. John, der riesiger Fanboy ist und dementsprechend auch komische Sachen erstmal der Zahnfee erzählt, bevor er sie überhaupt befreien kann, was jeder nachvollziehen kann, wenn man seinem großen Fan dann begegnet. Erzählt ihm auch eine Geschichte, dass er früher aus Nordkorea entkommen ist, während die Zahnfee an sich eher verwirrt ist, dass der Oster so böse aussieht und böse ist. Seitdem ich damals aus Nordkorea. John erzählt auch gerne, dass er ganz gerne Jimin heißen würde, was glaube ich ein Mitglied der K-Pop-Band BTS ist. Aber merkt man auch hier, dass die Zahnfee John sehr gut zugehört hat, weil später, als die Zahnfee John nach Hause schicken will, öffnet sie eine Tür nach Nordkorea, wo John eigentlich herkommt. Was ich meine ersten Reaktion nicht gehört habe, dass das John ihm bereits vorher schon erzählt hatte. Während also John die Zahnfee befreien will, um Joe zu retten, weicht Joe gekonnt den Angriff des Osterhasen aus. Pete will ja für ihn verteidigen, schafft es nicht, wird von Joe beleidigt wieder mal. Wirklich. Weil natürlich der Osterhase ja auch ein Wächter ist, kann er nicht so einfach nur mit dem Schwertdingern Joe angreifen. Nein, wir wissen ja auch, er hat doch seine Erdbeben-Schockwellen-Angriff-Attacke noch aus dem Spin-Off, was er hier auch zum ersten Mal jetzt gegen Joe auch wieder anwendet. Und kurz bevor der Osterhase ihn fast umgenutzt hatte, kommt eine Person zur Rettung. Rainer! Den wir im letzten Akt ja auch bereits gesehen hatten, wie er von Babu weggerannt ist. Ein fliegender Ausländer! Und auch vom Mann im Mond weggerannt ist. Noch ein fliegender Ausländer! Und während Rainer für uns ganz normal vorkommt, wissen wir alle, dass in Rainer etwas ganz, ganz anderes eigentlich gerade steckt. Klingt auch ein bisschen sass gerade. Aber ja, Rainer macht für uns seine typischen Rechtswitze oder Rechtssprüche eher. Und als der Osa sich wieder aufstellen kann, weil er von einem normalen Holzstock nicht K.O. gesetzt werden kann, sucht er auch direkt wieder das Weite. Um Himmels Willen,
finde es irgendwie spannend, dass John versucht, mit einem Stein diese magischen Ketten abzuhacken, an der die Zahnfee gefesselt ist. Und es am Ende sogar schafft, dass sie freikommt. Das sind ja nicht so krasse Ketten dann eigentlich, oder? Also wenn ich mit dem Stein auf Ketten schlagen würde, würde ich ganze Ewigkeiten brauchen dafür. Könnte auch für Johns krassen Bizeps sprechen, ja. Aber naja, der Oster ist wieder aufgestanden nach Rainers Attacke und Rainer fragt, was der Oster überhaupt von Ju will, was er bisher auch vorher noch nie gefragt hat, auch als sie in den Transporter gestiegen sind. Und während der Autofahrt hat er scheinbar nie Ju gefragt, was der Oster überhaupt von Ju will. Weil hätte es Rainer schon mal gefragt, dann würde Ju jetzt verwirrt sein und sagen so, hey, warum fragst du mich nochmal? Du weißt doch, das Gesicht da drin ist so. Weil er kennt es nicht, man wird einfach random von Osterhasen befolgt. Da fragt man nicht mal, warum. Rainer bietet auf jeden Fall an, dass das Gesicht zu ihm geworfen werden soll, um den Osterhasen von sich abzulenken, erstmal das Gesicht zum Rainer schmeißen, der dann auch panisch wahrscheinlich wegrennt. Und auch krass schnell wegrennen kann, was wir ja gerade gesehen haben. Doch als Ju das Gesicht gerade zu Rainer werfen wollte, was fatale Folgen gehabt hätte, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen im Theorie-Part, wird er direkt vom Fremden mitgenommen und vom Angriff vom Osterhasen auch gerettet. Also Wahnsinn, dass wir jetzt nicht nur ein Treffen von Ju und John auf den Wächter die Zahnfee haben, nein, auch gleichzeitig noch der Fremde, der dort vor Ort ist und die auf den zum ersten Mal treffen. Die wussten vom Fremden ja bisher noch gar nichts. Nur Jerky ist dem ja schon begegnet und Julia. Während also die Zahnfee befreit wurde von John und erfolgreich los das wegkicken konnte, damit John und Rainer erfolgreich mit der Zahnfee ins Hotel zurückkommen können. Und Miami Rose und Julia inzwischen aufgetaut sind und vom kleinen Tino befreit werden, der immer noch auf der Suche nach seinem Vater ist und irgendwie dieses eingefrorene Mammut-Raumschiff hochklettern konnte. Auch ein kleiner Funfact bei der Szene, wo Julia und Miami Rose aufgetaut werden, zeigt Julia ja im Video. Wow, der Klimawandel kommt immer schneller. Aber Mundbewegung können wir ablesen, dass sie eigentlich sagt, es hat sich angefühlt wie ein halbes Jahr. Was ein kleiner Gag sein sollte, weil diese Aufnahmen gedreht wurden, ein halbes Jahr später das Video bereits online kommen sollte. Aber es doch länger wurde als ein halbes Jahr, weil wir haben ja bereits jetzt schon den Oktober und das Video wurde gedreht, die Szenen im November, Dezember rum. Deswegen mussten sie den Text mal abändern, weil es noch nicht ein halbes Jahr war. So. Und zwischendrin noch ein paar falsche Knöpfe drückt, wodurch er Julia unter anderem auch durch die Portale von Portal schickt, in den originalen Farben auch. Und bei der Landung von Julia von dem Portal sagt Julia auch wieder dieses cool. Cool. Was wir bereits von der allerersten Szene von Julia auch kennen. Oh, cool. Julia steht wohl drauf auf den Schmerz. Und bei Miami Rose auch einen perfekten Plan hat, den auszutüfteln, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen, befindet sich Ju 1000 Jahre in der Zukunft. In eine hölzerne Hütte, die Mischung aus Skiurlaub an dieser Skistöcke hier hat und Science-Fiction-Kram, das im Hintergrund auf dem Regal steht. Im Hintergrund stehen ein paar Sachen, die wir bereits von Jerkys Schiff kennen aus der NU7. Zum Beispiel ein paar Laserschwerter von Star Wars, aber auch eine Thermoskanne, ein Metronom. Aber auch ein Gegenstand, den wir kennen, den Ju in der Hand hält später. Nämlich der Helm, den Dines früher getragen hat bei Iron Man of the Galaxy. Wir erfahren auch schnell den Plan vom Fremden, kurz und knapp. Nämlich will er den Mann im Mond aufhalten. Also könnten wir jetzt schon mal annehmen, dass wir jetzt wissen, was sein eigentliches Ziel die ganze Zeit ist. Oder? Was Ju natürlich als erstes macht, wenn er von einem Fremden irgendwie woanders hin teleportiert wurde und ich weiß, wo er ist, er rennt direkt aus dem Haus raus, völlig blind durch eine krasse Science-Fiction-Welt, die auch so genauso bei Dr. Who vorkommen könnte. Wie es Sean auch selbst sagt. Ich hatte immer so ein bisschen Dr. Who-Vibes, als wir es so entwickelt hatten. Dr. Who, meine absolute Lieblingsserie. Cool, dass hier auch Inspiration da bei Ju auch vorkommt, was die Serie noch geiler macht jetzt. Und ihr wisst wahrscheinlich alle schon, dieses Poster allein hier ist und Dr. Who auch hier hinten. Aber nicht nur diese krasse Weltraum-Szenerie im Hintergrund irritiert Ju. Nein, auch diese in so Science-Fiction-mäßige Reagenzgläser eingesperrte Anomalien scheinen seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Genauso wie die von Pete, der neugierig guckt. Wir erfahren von Fremden, dass diese Anomalien aus Forschungszwecken dort aufbewahrt und man die besser nicht anfassen sollte, was Ju aber direkt ein paar Sekunden später aus Versehen doch macht. Und während der Fremde sagt, versuch dich loszureißen. Du schaffst das. Schaffst Ju auch irgendwie mit Hilfe von einer Bohne, die diesmal Artemis heißt. Eine Parodie zu dem Song I Like the Way You Kiss Me von Artemis. Der Song, der auch sehr, sehr doppeldeutig ist wieder, weil die Zeit Ju ja gerade auffrisst und er quasi in seiner Timeline gefangen ist. Genauso bezogen auf die Realität, dass die Social-Media-Timeline uns die Zeit frisst. Aber mit Hilfe der Bohne kann Ju daraus entkommen. Und der Fremde sagt daraufhin Folgendes. Ich wusste, du würdest das schaffen. Was auch ein bisschen weird ist, weil Ju hat es ja an sich nicht geschafft, wenn er es mit der Bohne geschafft. Und warum wusste der Fremde, dass er es schafft? Das sind alles Sachen, auf die gehen wir nochmal ein. Daraufhin enthüllt der Fremde endlich Ju seine wahre Geschichte, seine wahre Herkunft. Wir erfahren vom Fremden, dass er Wissenschaftler ist, was wir auch schon gesehen haben anhand von den Anomalien, die er da vom Forschen ist. Was auch eine sehr wichtige Info ist, die wir uns mal merken müssen. Und er erzählt Ju, dass er durch die Anomalien sein eigenes Leben zerstört wurde auch. Diese Anomalien nicht nur die Erde befallen, sondern das ganze Universum. Und er versucht, die seither zu beseitigen. Und den Ursprung auf die Erde gefunden hat. Auch eine sehr wichtige Info, die wir uns hier noch merken können. Ju erfährt auch vom Fremden, dass es in Wirklichkeit zwei Gesichter gibt. Nämlich in der aktuellen Zukunft hat der Mann im Mond gewonnen, hat aber dadurch die ganze Welt vernichtet. Sein Gesicht zwar wiederbekommen, aber hat 1000 Jahre in Reue auf der Erde gelebt. Das heißt, vor 1000 Jahren ist das passiert, weswegen der Mann im Mond sein Gesicht bekommen hat und die Erde vernichtet hat, zur Zeit von Ju.
Und dieser Mann im Mond, der aus Reue jetzt lebt, will das wieder rückgängig machen und bietet dem Fremden sein aktuelles Gesicht an mit den 1000 Jahre Reue-Erfahrung drin aus der Zukunft, was der Fremde mit einem Paket über die Föderation zur Erde schicken wollte. Über ein von sich selbst erschaffenes Zeitloch. Also das jetzige Gesicht, was Drew bei sich trägt. Und wie er das Paket der Föderation uns gegeben hat, das sehen wir auch nochmal. Nämlich kommt der Joker Cthulhu zurück, der auch genauso bei Iron Man of the Galaxy 2 am Ende ja vorkam. Wieder ein kleines Wiedersehen von ihm, wie er ja auch der ANU 7 Crew gesagt hat, dass sie das Paket unbedingt ausliefern müssen, ohne Umwege. Und eigentlich ja auch Rose zum Kapitän offiziell befördert hatte. Wir sehen auch das Paket, was sie ausliefern sollten und Joker und Pizza und jetzt 69 sehr viel. Wir sehen aber auch Jerky ohne Bart, weil er anfangs der ersten Teile von Iron Man of the Galaxy keinen Bart getragen hatte. Und wir erfahren ja auch zum ersten Mal, dass wegen diesen Auftrages sie Mary Rose zur Seite gestellt haben. Und das erklärt jetzt auf jeden Fall auch, wer der Typ bei Iron Man of the Galaxy 2 war am Ende. Das war also nicht Oscar, das war also nicht irgendwie der Grinch, nicht auch irgendwie ein böser Imperator, wie auch immer. Nein, eigentlich war es jemand, der was Gutes wollte. Nämlich war das da hinten der Fremde, der einen Auftrag mit dem Paket hatte. Aber wenn das Gesicht der Zukunft ist, was Drew bei sich trägt, wo ist dann das aktuelle Gesicht der Gegenwart? Das zweite Gesicht. Deshalb haben wir nämlich, als John und Rainer mit der Zahnfee am Diskutieren sind und John die Zahnfee davon überzeugen kann, dass Drew das Gesicht gerade hat, und dann war der Mund freigekommen ist auch wieder. Was die Zahnfee zum Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht wusste. Und er weiß auch die ganze Hintergrundgeschichte, dass sie meine Mutter das Gesicht abgerissen haben und dass sie Iris verbrennen haben lassen, seine Freundin. Und das weiß John auch alles nur, weil er bei dem Lagerfeuerabend, wo Drew mit dem Gesicht geredet hat, auch wach war und die Geschichte mitbekommen hat. Und auch der Zahnfeestab ist ihr bestätigt, mit einem Daumen nach oben, den ihr auch gerne auf dieses Video geben könnt, wenn ihr es nicht getan habt. Weil der Stab ja selbst dabei war, muss die Zahnfee natürlich erstmal gucken, ob das Gesicht noch da ist und nicht vielleicht doch schon geklaut wurde. Und wo guckt sie nach? In Zimmer Nummer 4. Vorbild aber noch seine Angestellten Mindy zurückgeholt und Harry, die ja vorher zur Kellerassel und zur Fledermaus verwandelt wurden von Dark. Als John zum ersten Mal Harry sieht, ist seine erste Reaktion auch erstmal: Boah, muss der schwitzen. Der tut mir echt leid. Und das ist echt ein bisschen meta und witzig, weil ja John selbst Harry spielt und selbst das Kostüm hasst, weil es so schwitzig ist und warm da drin. Und jetzt holt auch Ray zurück. Zurück zu den Toten. Ja. Und als Ray zurückgeholt wird, ist John wieder richtig im Fandom drin. Und er will von ihm auch direkt ein Autogramm. Vor allem hat Ray auch zuerst gefragt. Nicht die Zahnfee, auch irgendwie weird. Schon mal selbst meinte, dass John wohl ein riesen Fan ist von Ray, weil auf seinem Hemd auch ein Totenkopf drauf ist. Wenn ihr euch jetzt mal das Shirt von John anguckt, dann seht ihr, dass er ein Fan von Ray ist. Da ist nämlich ein Totenschädel auf seinem Shirt. Aber das war wahrscheinlich eher so Witz gemeint, weil das Hemd hat er erst später bekommen. Von Julia, glaube ich, vom Schrottplatz. Und das war nicht sein eigenes Hemd, ja. Ist auch so süß, als John die Zahnfee überzeugen konnte, dass er doch einiges weiß und auf der Seite der Zahnfee ist. Dass er zusammen mit Rainer ein Händchen hält hier so. Aber ich frage mich, was sich dabei der Mann im Mond gedacht hat, der gerade in Rainer steckt. Dass er mit Johnny so Händchen halten muss. Er hat einfach alles mitgemacht in dem Moment, weil er nicht aus der Rolle fallen wollte. Aber ja, die Zahnfee befiehlt ihren treuen Angestellten, dass sie in Sicherheit bringen müssen. Harry nutzt direkt seine Teleportationsfähigkeit, um erfolgreich zu gehen. Nicht zu weg. Genauso direkt war das und nicht anders. Und Minty hat gesagt, dass sie jetzt auch eine neue Aufgabe hat, nämlich muss sich um ihr eigenes Kind kümmern. Und sehen wir auch, dass die Zahnfee nicht nur Minty groß gemacht hat, sondern auch die Kellerassel. Die Tochter, deren Eltern Minty umgebracht hat mit ihrer Kofferaktion im Geheimnis der Zahnfee-Video. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ja immer noch eine Kellerassel, das Mädchen. Das heißt, es ist gerade eine riesige Kellerassel, fast wie Franz Kafka die Verwandlung, die jetzt hier oben rumläuft, mit der sich Minty auf Koreanisch unterhält. Und dann ist es soweit, das Geheimnis von Zimmer Nummer 4 wird enthüllt. Die Zahnfee muss ja jetzt nachgucken, ob der Mann im Mond wirklich sein Gesicht wieder hat. Was ja John ihm glaubhaft gemacht hat, dass der Mann im Mond ja wieder zurückgekommen ist und sein Gesicht sucht. Also sind die Zahnfee sehr naiv, direkt zwei Fremde mit, die sie gar nicht kennt, um ihnen das große Geheimnis Zimmer Nummer 4 zu zeigen. Obwohl ja bereits John das Geheimnis kennt, was da drin ist, aber er weiß ja nicht, dass das genau da drin ist. Die Zahnfee zückt auch den Schlüssel zur Zimmer Nummer 4, der bereits beim Geheimnis der Zahnfee an der Wand hinten gefehlt hat bei Ray. Was mir vorher gar nicht so aufgefallen ist. Nämlich hier sehen wir einen Schlüsselkasten, aber hier 1, 2, 3. Nur der Schlüssel zur Zimmer Nummer 4 fehlt. Das ist mir vorhin nicht aufgefallen. Richtig krasses Detail, auf das sie achten. Die Zahnfee sagt, dass seit 500 Jahren das Gesicht hier in diesem Schlafsand liegt. Vom Sandmann sehr wahrscheinlich. Und dann sieht auch John, dass es wohl aktuell zwei Gesichter gibt. Was Drew zur selben Zeit ja vom Fremden erzählt wird. Während all dessen konnten Miami Rose und Julia ihren wundervollen Plan die Tat umsetzen. Nämlich haben sie ihre Rollen getauscht. Miami Rose schlüpft in die Klamotten von Julia und Julia schlüpft die Klamotten von Miami Rose. Was man noch erkennen kann an der Art, wie Miami Rose hier rennt und sich teilweise benimmt. Oder meine ich Julia. Man kann es ein bisschen erkennen an den Haarnadeln, die Miami Rose in den Haaren hat, die eigentlich zu Julia gehören. Und da fehlen Wunder an der Stirn, die eigentlich Miami Rose hat. Aber in dem Fall ist es ja Julia. Aber bezüglich der Outfits haben wir natürlich auch einen kleinen Serienfehler wieder. Natürlich hat Julia, aka Miami Rose, kein Tattoo hier auf dem Bauch, weil es in dem Fall ja nur Julia hat. Aber die Nadeln, die bei Julia gerade in den Haaren stecken,
als Mary Rose, sind gleichzeitig auch noch hier auf dem Hut drauf von Julia. Das ist ein kleiner Serienfehler, weil eigentlich müssten die ja hier nicht mehr drauf sein, ja. Hier kann es auch nochmal genauer sehen, ja. Das ist nicht Miami Rose. Die sieht völlig anders aus. Auch witzige Info irgendwie, dass Julia und Miami Rose irgendwie erkannt haben, dass sie sich sehr ähnlich sehen und deswegen die Rollen auch so schlüpfen können. Aber die anderen irgendwie sie doch wahrnehmen als komplett andere Personen. Kein Wunder, warum ihr so anders aussieht als wir. Irgendwie spannend. Und Julia auf jeden Fall hier als Ablenkung gedient hat, damit Miami Rose an sich auf dem Raumschiff ein bisschen mehr Schabernack treiben kann. Aber bevor Miami Rose, aka Julia, von denen ins Gefängnis gesteckt werden kann, nutzt sie den kleinen Muff, um alle umzunatzen. So ähnlich wie Yondu es macht bei Marvel mit dem Pfeil. Schon sehr cool auf jeden Fall, wenn Julia so damit umgeht. Richtig cool. Julia aka Miami Rose kann sich also einschleichen direkt in die kritischen Systeme, um diesen Rattenlaser auszuschalten. Und liest dann erstmal hervorragend diesen ganz krassen Text ab, was man in ihren Augen erkennen kann. Dann könnte ich die Plasmakonduktoren überlasten und die Fusionskapseln auf Nullspin kalibrieren. Ich hätte auf jeden Fall auch zumuten können, dass Julia das auswendig aussprechen kann. Aber das spart auf jeden Fall sehr viel Zeit, wenn es einfach nur abliest, ja. Zur selben Zeit schaltet sich auch Jerky gerade zu ihr rein. Und beide haben wieder Kontakt seit Ewigkeiten. Und während Miami Rose dann Jerky den Plan erzählen will, dass sie die Rattenkanone abschalten könnte, sagt Jerky einfach, dass er einen besseren Plan hat. Und der bessere Plan, dazu kommen wir nämlich gleich noch. Nämlich wird Miami Rose hier gerade zufällig erwischt von jemandem, der die Gänge gerade durchstreift. Er schießt direkt auf sie, bevor sie sich wehren kann, mit ihrem eigenen Laser, wirft sich Julia ihr in den Weg. Beziehungsweise Muff, der die ganze Kraft auf sich nimmt. Und Julia dann mit einem mir sehr bekannten Geräusch den Typen abschießen kann. Ich hoffe, er ist auf die Matte gefallen, nicht daneben. Oh mein Gott. Alles gut. Also gut. Einen, der eigentlich Kameramann ist von Drews Team. Und er sagt den Spruch, den ich auch selbst gesagt habe in den Aufnahmen, als ich auf dem Boden lag, in meiner Rolle. Ich habe noch nicht mal das Video geliked. Rip, Bruder, ich weiß, wo du dich fühlst. Miami Rose sagt auch gleich, dass noch nie jemand sowas für sie getan hat. Und dies als sehr krassen Liebesbeweis irgendwie auch jetzt wahrnimmt zum ersten Mal. Weil ja, sie sich trotzdem ja den Weg schmeißen wollte. Auch wenn Muff dazwischen gesprungen ist. Aber das heißt, sie hat ihn theoretisch ihr Leben geopfert, oder? Weiß nicht, ob der Schuss tödlich gewesen wäre am Ende? Wahrscheinlich. Ich meine, ich habe Miami Roses Attacke auch nicht überlebt, also. Vorhin hatte ich ja aber auch den Plan von Jerky angesprochen. Und der wird jetzt hier in die Tat umgesetzt. Nämlich hat er zusammen mit den Amish People einen Wagen voller Holz hingeladen. Will es als Panne tarnen und fragt, ob sie mal kurz an Bord kommen dürften, um einen Reifenwechsel durchzuziehen. Ja, das ist ein gigantischer Plan. Natürlich die wichtigste Frage vorweg, wie sie es geschafft haben, so schnell vor dieses Mammut zu fahren, mit einem Haufen voller Holz, während der Typ im Rollstuhl den ganzen Wagen gezogen hat, ohne dass es die Angel 7 mitbekommt währenddessen. Sehr spannend auf jeden Fall. Und dann natürlich erkennt Snaggles, dass es Captain Jerky ist, weil seine Tarnung halt wirklich nicht so krass gut ist, und spricht ihn sogar auf seinem komplett vollen Namen an. Justin Selina Beef Jerky. Den wir bereits ja schon kennen, aus dem allerersten Der Mann im Mond Video. Sind doch Justin Selina Beef Jerky. Aber auch irgendwie crazy, dass Snaggles aus der Entfernung erkennen kann, dass das Jerky ist irgendwie. Und weil dieser grandiose Plan A nicht funktioniert hat, muss Jerky sich natürlich auf Plan C zurückberufen, der in Zusammenarbeit mit Rose ausgearbeitet wurde, weil sie direkt daraufhin ja weiß, was Plan C ist. Wir gehen über zu Plan C. Dann Plan C. Aber er hat anscheinend nicht den anderen Amish-Spielern Bescheid gesagt, dass Plan B, den sie anscheinend vorher besprochen hatten, irgendwie nie existiert hat. Ich weiß nicht, was Plan C ist. Damit bei mir halt auf jeden Fall, dass Miami Rose das Schutzschild von dem Raumschiff deaktiviert, wo auch Snaggles dann dementsprechend wieder einen Spruch bringt, den vor Jerky auch gesprochen hatte. Unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Wir hatten Schutzschilde? Unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Wir hatten Schutzschilde? Wobei man wieder merkt, dass Snaggles wieder so wie Jerky wird und Jerky sich weiter entwickelt. Während eigentlich die Meuterei der Crew nur deswegen stattgefunden hat, weil Jerky so ein Depp war gegenüber seiner Crew, so wird Snaggles auch langsam wie Jerky, diesem Depp, den die Crew mal ein bisschen mehr anzweifelt. Was wir auch nochmal merken, bei denen dann Snaggles ihm befiehlt, mit den Lasern auf die Amish-People zu ziehen, was nicht ganz so klappt, weil die zu weit vorne stehen, was ziemlich eigentlich schlauer von Jerky, um nicht von diesem Laser getroffen zu werden. Aber nachdem sie diesen Laser machen wollten, befiehlt der Snaggles ihnen, dass sie die plattmatschen sollen, worüber sie nicht so ganz einverstanden sind. Mach ihn platt! Aus dem Weg, Leute. Weil er sagt ja noch aus dem Weg. Der will die nicht wirklich plattmatschen, weil er was für die übrig hat. Aber Jerky hat einen krassen Plan. Da jetzt die Schutzschilder ausgeschaltet sind, schießt er mit Hilfe vom Lovebot ein Stück Holz ins Raumschiff rein. Aber dieses Holz ist mit einer Bombe versehen, das einen direkten Loch in die Angel 7 reinballert. Warte mal, ein Loch unten in der Mitte von dem Raumschiff? Wo habe ich denn schon mal ein Raumschiff gesehen, was in der Mitte ein Loch hat, wo durch Leute theoretisch gehen können? Wegen dieser Attacke will ja Snaggles dann Laser auf ihn schießen, was nicht geklappt hat, was wir vorhin schon besprochen haben. Aber als er die Fernbedienung hochholen will, um diesen Laser zu aktivieren, sehen wir ein kleines Viech auf der Fernbedienung drauf, das von Snaggles weggematscht wird und dann noch so ruft, so, hey, dieses kleine Viech, sonst auch noch im Hinterkopf behalten, dazu komme ich später nochmal zu sprechen. Während also Julia eigentlich ihren Plan jetzt durchziehen sollte und komischerweise auch wieder ihre Nadeln in dem Kopf oben vergessen hat, war es ein Teil des Plans, dass Julia durch das Loch durchspringt und von Babu aufgefangen wird. Und damit Hilfe von Babu mit der unsichtbaren Schnur die Angel 7 das Mammut zu Fall bringen kann,
wie in Star Wars die AT-ATs. Diesen Plan muss irgendwie Julia mit Remy Rose besprochen haben in Verbindung mit Jerky, weil sonst wäre das ein ziemlicher Zufall gewesen, dass alles genauso passt. Vor allem, dass Jerky auch zufällig ja gerade ein Holzstück hatte mit einer Bombe drin, um damit ein Loch reinzuschießen, damit Julia rausspringen kann und dann das Seil rumzuwickeln mit Hilfe von Babu. Vor allem musste auch vorher ja Julia und Miami Rose wissen, dass Babu fliegen kann, um sie aufzufangen und rumzufliegen so. Aber es ist auf jeden Fall zu sehen, dass Julia und Babu wieder zusammenarbeiten, ähnlich wie bereits bei Akt 2 mit der Knuffmuff-Kanone. Und ja, hier jetzt auch wieder fliegen kann, wie sie sich ja immer wünscht zu fliegen. Um den Vögeln auch Post auszutragen. Aber auch ein Detail, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Blatt auf Babus Kopf nicht mehr saftig grün ist, sondern eher bräunlich ist. Wägt es gerade ab oder so? Fällt das ab? Stirbt Babu irgendwie der Zeit? Oder ist es nur braun gemacht worden, weil es im Greenscreen vielleicht gedreht wurde und sie das Blatt deswegen anders färben mussten, damit es nicht untergeht? Beim vorigen Akt war das ja eindeutig grün. Als dieses AT&T aka Mammut aka Anio 7 einfach abstürzt durch die Seile, kommen die Anio 7 Crew rausgeflogen, wie in Star Wars. Die fliegen jetzt! Die fliegen jetzt! Die fliegen jetzt! Um das Feuer einzuleiten. Und Lauper verteidigt sie mit Mega Man-Armen. Mega Man-Figur aus dem Videospiel. Und schießt mit Betäubungsschüssen auf sie drauf. In meiner Reaktion sagte ich auch Sturmtruppler dazu, weil sie auch diese weiße Helme tragen. Aber viele von euch meinten, dass es mehr zu den Snowtroopern passt von Star Wars. Ich kenne mich da wirklich null aus. Aber ich sehe da auch Ähnlichkeiten. Während Lauper also den anderen Rückendeckung gibt, flüchten sie in das Raumschiff der Anio 7. Und wir sehen auch wieder, wie Jerky cool den Flur hintereinander läuft. Was wir auch bereits von Mann im Mond Akt 1 ja genauso gesehen haben. Wir erfahren auch, dass der Fremde nie selbst direkt in solche vergangenen Ereignisse eingreifen kann, sondern immer andere Personen wie Schachfiguren manipulieren muss, dass sie so handeln, dass seine Zukunft am Ende so rauskommt, wie er das geplant hatte. Und also als er so alle Möglichkeiten oder Personen ausrechnet, die in Frage kommen und für ihn zu handeln, sehen wir auch hier komplettes Bild von Leuten, die in Betracht kommen würden. Sehen wir hier zum Beispiel auch Julia, die hier drin ist, Elon Musk. Und auch hier Dwayne The Rock Johnson, der hier als David Neer bezeichnet wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der David Neer selbst derjenige ist, der diese Animation gemacht hat für Drew und sich selbst hier so eingeschmuggelt hat ein bisschen. Genauso wie auch Anna Dohm eingeblendet wurde an der Stelle, die wahrscheinlich auch hier bei der Animation geholfen hatte. Und wir können aber auch hier sehen, dass das hier Tino ist, aber ich finde, er sieht auch aus ein bisschen wie Revi. Auch sehr witzig auf jeden Fall, dass wir hier erfahren, dass er hier Curly Merly heißt. Am Anfang sind ja Curly ja sehr oft andere Namen gegeben, als er eigentlich heißt. Ich habe noch diesen Curry getroffen. Scurvy! Derby ist in Gefahr. Am Hintergrund sehen wir auch sehr bekannte Gesichter. Nämlich sehen wir im Hintergrund hier auch Simon Will, der auch eine große Rolle bei Iron Man of Galaxy 2 gespielt hatte damals. Wir sehen auch, was mit Curly passiert ist auf jeden Fall, nachdem er durch das Wurmloch durchgeschickt wurde. Nämlich ist er, wie wir schon gedachten, im Jahr 2005 aufgetaucht. In der Vergangenheit war dort ein Bohnenbusiness aufgebaut in den Jahren. Wurde dann vom Fremden engagiert, um in seinen Willen zu handeln, um Joe und John zu finden. Ihr seht ja jetzt auch, warum Curly plötzlich zu Joe und John gehen wollte, um denen irgendwie zu helfen, den Bohnen zu geben. Weil es von Anfang an der Plan vom Fremden war. Auch, dass er dann Pager umprogrammieren soll, dass die Ehrenmänner zu ihm kommen, das hat er auch vom Fremden so gesagt bekommen. Also auch wieder krass, wo der Fremde über seine Finger im Spiel hatte. Übrigens auch Fun Fact, die Stelle, wo Curly abgestürzt ist hier, ist dieselbe Stelle, wo Curly zum ersten Mal auf Drew trifft, nachdem Curly ihn gerettet hatte. Was geht hier eigentlich ab? Kicker, komm mit! Hier können wir nicht reden! Und wie cool, dass so die erste Landung von Curly war, der Punkt auch, wo Drew dann auf ihn trifft hier, ja. Er erzählt auch, dass Drew eine der wichtigsten Personen ist, den Job vollziehen soll, dem Mann im Mond das Zukunftsgesicht zu geben, weil er einer der wenigen Leute waren, die dieses matikalanische Mauereidechsenblut da in seinem Körper überlebt haben. Was der Fremde auch zuhauf bei sich in seinem Labor vorrätig hat. Auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Info, die wir uns merken müssen, für den Theorie- später. Drew hat auch ein paar andere Vorschläge noch, was er am besten dessen machen könnte, nämlich in die Vergangenheit reisen und irgendwie dem Mann im Mond eine Respektschelle geben oder in die Kindheit reisen, als er noch ein Kind war, ihm eine Respektschelle geben. Aber da sagt der Fremde immer, dass es zu riskant sei. Vielleicht zu riskant, weil er es selbst auch schon getan hat, bei den Wächtern als Kindern vorbeizuschauen. Ich kann Handlungen, die ich bereits getan habe, nicht ungeschehen machen. Weil er kann auch genau diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen, damals bei den Wächtern als Kindern gewesen zu sein, weil es zu riskant wäre, weil er dort bereits ja schon war. Auch eine Sache, die sehr spannend ist. Interessant. Der Fremde versteht Pete. Auch sehr wichtig, dass wir es bemerken können. Und wir sehen die schwarzen Briefe, die er bereits ja beim Santa der Boss Spin-Off ja auch geklaut hatte. Was hat er damit vor? Wissen wir immer noch nicht. Aber zurück zu John, der Zahnfee und Rainer. Dort haben ja John und Rainer zum ersten Mal von diesem zweiten Mann im Mondgesicht erfahren. Von dem allerersten Mann im Mondgesicht, was die Wächter dem Mann im Mond abgerissen hatten damals. Vor 500 Jahren, was seitdem ja im Schlafsand liegt, vom Sandmann wahrscheinlich. Und es stellt sich heraus, dass Rainer die ganze Zeit Besitz ergriffen wurde von dem Mann im Mond. Uns wurde fälschlicherweise klar gemacht, dass am Ende von Akt 4 der Mann im Mond von Thomas die Kontrolle übernimmt. Aber in Wirklichkeit hat man der Mann im Mond dann doch von Thomas abgekehrt. Und ist runtergegangen, um Rainer zu kontrollieren. Was wir anhand der Stellen ja hier wahrnehmen, wo Rainer weggerannt ist, genau hierhin, bei Akt 4 am Ende. Was wir sehen, dass Rainer genau auf diesen Baum hier zuläuft, den Mann im Mond gesehen hat, und genau diesem Stelle er hier auch wieder
verwandelt wird. Das heißt, die ganze Zeit, seitdem wir Rainer in diesem Akt hier gesehen haben, war er von Mann im Mond besessen. Was auch wieder krass zeigt, dass der Mann im Mond diesmal seine Rolle ein bisschen mehr schauspielern musste, damit er nicht von June so weiter erkannt wird. Weil er war ja bereits schon bei Julias Vater im Körper drin und da hat er sich anders verhalten, mehr wie der Mann im Mond. Und dann ist er aufgefallen, dass er nicht wirklich Julias Vater ist. Aber in dem Fall hat er wirklich Rainer sehr gut verkörpern können. Das heißt, er wusste vorher schon, wie ungefähr Rainer sich verhält gegenüber Ju, um auch genauso reden zu können. Oder kriegt er durch den Körpertausch auch irgendwie ein bisschen deren Informationen mit. So viel Kontakt hat er ja gar nicht mit Rainer gehabt, deswegen wundert es mich ein bisschen, ja. Er erzählt, dass er ohne die Zahnfee niemals dahin gekommen wäre, weil dieses Schutzschild ja ihn zurückgehalten hat. Und er ohne das Gesicht zu schwach ist, um durch das Schutzschild durchzukommen. Das heißt, mit Hilfe der Zahnfee, die ihn leichtsinnig einfach so reingeladen hat, den Fremden, ist er an das Gesicht gekommen. An das falsche Gesicht. An das alte Gesicht, was nicht die Erinnerung hat aus der Zukunft. Die 1000 Jahre Reue. Übrigens auch der Grund, warum, wenn Ju das Gesicht berührt, auch diese Vision aus der Zukunft bekommt, weil das aus der Zukunft stammt. Weswegen auch alle Visionen, die Ju hatte, aus dem Blick von Mann im Mond zu betrachten sind. Das heißt, die Stelle hier, wie John tot auf dem Boden liegt, ist aus der Sicht von Mann im Mond. Deswegen schaut hier Ju ihn auch an, weil er ihn gerade den Mann im Mond anschaut. Blickkontakt in die Augen. Hier die Hände, wie er zum Mond greift, aus der Sicht von Mann im Mond. Von seinem zukünftigen Gesicht. Hier das Pergament, wie es der Mann im Mond zu sich ranzieht. Auch wieder aus der Sicht von Mann im Mond. Das hätte man echt irgendwie drauf kommen können, irgendwie auch, dass es eine Vision ist. Aus dem Gesicht von Mann im Mond, aus der Zukunft. Auch gegen die Zutun von der Zahnfee zieht der Mann im Mond sein vergangenes Gesicht an, was 500 Jahre im Schlafsand lag, ohne die Blicke aus der Zukunft zu bekommen, die Vision. Aber er selbst hat sich irgendwie auch nicht gefragt, warum es zwei Gesichter gibt. Es folgt ein heftiger Kampf und auch ein fettes Reveal. Nämlich der Mann im Mond sieht nicht so aus wie Ju. Sondern so. Was natürlich auch Vorteile hat gegenüber den Endkämpfen, weil Ju da nicht sich fünfmal selbst schauspielen muss, was den Aufwand extrem erhöhen würde und auch bestimmte Kampfsequenzen nicht so möglich machen würde. Deswegen ja auch die Wächter an sich nochmal Kampfversionen von sich selbst haben, wo das Gesicht meistens verdeckt wird. Und dann kommt einer der geilsten Momente, wo ich bis heute noch Gänsehaut habe, nämlich als der Mann im Mond gegenüber der Zahnfee so steht und dann die Jubilee Continued Card kommt, springt Santa aka Klaus rein, der vor von Zahnfee benachrichtigt wurde, dass er vorbeikommen soll, durch die Karte durch, macht direkt das Video weiter. Wir sagen auf jeden Fall, dass der Mann im Mond stärker ist mit seinem Gesicht als die einzelnen Wächter. Nicht nur, dass er die Zahnfee wegnatzen können, nein, auch jetzt hier Santa, der mit seiner Siegelring-Attacke direkt abgewehrt wird. Und irgendwie auch seine Hand um einiges kleiner wirkt als die vom Mann im Mond, ach du Heiliger. Und dann macht natürlich Klaus wieder einen typischen klassischen Spruch. Steh auf, Ruhe! Keine Zeit zum Ausruhen! Versteht ihr? Wegen Ausruhen und Ruhen, wie er heißt, ne? Haha, brumz. Und wir sehen zum ersten Mal die Kampfversion, die 2.0er-Version von der Zahnfee, nämlich mit der fetten Maske vorm Gesicht. Wir sehen also einen heftigen Kampf zwischen denen und in diesem Kampf natürlich auch John mithelfen. Mit Hilfe der Kraft der Bohnen, wobei er die erste Bohne direkt verliert und die zweite Bohne Michael Wendler ist, weswegen er sie doch eher ignoriert. Aber wer will schon Michael Wendler ein Lied singen? Das wäre echt unangenehm gewesen, je nachdem allem, was er so getan hat in der Vergangenheit. Deswegen sehr witziger Gag da drin. Er schleicht direkt in den Kampf mit rein, um die andere Bohne noch zu holen, weil er scheinbar sonst keine andere mehr hat oder so. Das hätte jeder seine dritte Bohne nehmen können. Auf jeden Fall auch sehr mutig, als normaler Mensch einfach so in die Schlägerei zwischen heftigen Wächtern, fast Göttern, da reinzutreten. Ruhm wird also währenddessen krass aus dem Hotel rausgekickt, aus seinem eigenen Hotel rausgetreten durch eine Wand, was übelst heftig ist, einfach so zerflattert hier alles. Die Bohne wird zertreten von dem Santa während des Kampfes, die aus irgendeinem Grund nicht so mit dem Finger abkratzen kann, aber dafür extra eine Mini-Skeletthand nimmt, um das abzumachen. Das finde ich immer noch ein bisschen weird. Warum macht er das? Das ist so komisch irgendwie. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber bevor John das machen kann, wird er von Mann im Mond überrascht, der Folgendes sagt. Ich habe dich von den Toten zurückgeholt. Aber es war nie dein Schicksal zu leben. Man merkt auf jeden Fall auch krass, dass er doch nicht einer der guten Mächte ist, wie man sie bereits kennt. Also nicht jedenfalls einer, der die Menschen beschützen will oder sowas. Sondern jetzt alles tun würde, um seine Geliebte zurückzuholen. Und nicht davor zurückschreckt, John umzubringen. Auch wenn er ihm wirklich gar nichts tun würde hier gerade. Er könnte ihn einfach nur wegkicken in die Ecke, ausnocken und verhindern, eine Bohne zu nehmen, die auf dem Boden liegt. Die er vielleicht gerade auch nicht erkennt, dass es eine Bohne ist, weil er zermatscht wurde. Aber direkt töten finde ich ein bisschen heftig. Aber ja, wie er bereits in Akt 3 gesagt hat, er zu Ju. Ich kann nicht. Dann tust du es meinen Brüdern gleich. Dann schaltest dich mein Feind zum sein. Deswegen jetzt ihn auch, wie ihn fein bandelt auch John. Aber jemand ganz gewisses, der bisher aus dem Tod von John Profit geschlagen hat in der Vergangenheit, will den Tod dessen erneut verhindern, nämlich Rainer, der jetzt wieder bei klarem Bewusstsein ist und nicht mehr von Mann im Mond besessen ist. Was John macht! Auch süß, wie er sagt, lass John wach. Also nicht, dass das Wort Tod vorkommt, sondern lass ihn wach. Sag meiner Tochter, dass ich sie liebe. Und das ist wirklich krass heftig, dass jetzt hier Rainer aufgelöst wurde. Und der Spruch, Rainer ist gerade Vater geworden, gar nicht gerufen wurde, weil das hat ein bisschen die Dramaturgie rausgenommen hier an der Stelle. Und ist auch John sich der ernsten Lage bewusst ist, auf jeden Fall. Und gerade diese Szene hier, wie Rainer hier aufgelöst wird, ist auf Freeview noch ein bisschen anders da, weil sie hier wahrscheinlich für YouTube es ein bisschen harmloser gestalten wollten. Nämlich kann man hier sehen, wie die Asche von Rainer so verbrennt und kleiner gemacht wird. So ein bisschen noch die Leiche von ihm sehen, wie sie verbrennt. Krass heftiger dann schon mal. John schafft es dann mit diesem Mini-Hand dann, diese Bohne abzukratzen.
und entkommt mit einer Bohne von Jackson. Aber den Song selbst hören wir nicht. Nämlich, wie kriegen es nur mit, wie jemand, der die Bohne nicht nimmt und es nur an sich des Geschehens beobachtet und nicht weiß, was da passiert ist. Nämlich, wir sehen nur, wie John mit Santa auf dem Motorrad davonfährt. Aber bezüglich diesen Songs haben uns die anderen auch schon was verraten. Nämlich soll wohl der nächste Akt 6 direkt mit dem Song beginnen oder der Song nochmal vorkommen. Der Jacksemi-Song. Den Song seht ihr dann in 2 Monaten. Und den Jacksemi-Song, den kennt ihr nämlich auch. Und zwar anhand von dem Meme von diesem Waschbären. Im Original-Musikvideo aber links sehen wir auch, wie er auf dem Moped steigt und wegfährt. Genauso wie es John und Belisandra gemacht haben. Okay, ich bin ja gespannt am nächsten Akt, wie dieser Song umgesetzt wird. Und wir können jetzt auch sehen, dass mithilfe der Kraft von dem Mann im Mond, seiner vollen Kraft mit seinem Gesicht, er aus diesem Schutzschild easy entkommen kann. Die Zahn wird auf jeden Fall auch außerhalb des Schlosses wieder aufgewacht. Und was sie jetzt wohl macht, weil sie nicht zum Hotel mehr zurückläuft, das werden wir gleich beim Theorie-Part mal ein bisschen besprechen. Und wir erfahren jetzt noch, dass der Fremde Ju auch selbst als Schachfigur einsetzen will, um das Schachspiel weiter voranzutreiben. Nämlich als der Mann im Mond gerade in sein Grab gegangen ist, um Iris zurückzuholen, weil er sich die Macht mit seinem Gesicht wieder hat, um zurückzuholen, stellt er fest, dass der Sarg leer ist. Und da sich Sand in dem Sarg befindet, weiß er direkt, es liegt an Zeke, nicht Sieg, wie wir letztens gedacht haben, wie Ezekiel. Nee, er ist wirklich Zeke, der Name vom Sandmann. Und der Mann im Mond vermutet direkt, dass es an dem Auge liegt, was hier in der Wand war, weswegen der Sandmann das Bescheid gewusst hat und zerstört es direkt. Da ist auch eine weitere Theorie von mir wahr geworden, dass dieses Grab vom Sandmann bewacht wird. Also 3 Riesentheorien sind wahr geworden von mir. Aber das war wirklich sehr offensichtlich an der Stelle. Vor allem auch im Vergleich zur alten Freebie-Version sehen wir beim wütenden Schrei von Mann im Mond, wo er Zeke ruft. Zeke selbst, den Sandmann zum ersten Mal. Zeke, der auf diesem, auf dem Quad in krasser Manier, in seinem krassen Outfit, Iris mitgenommen hat, ihren Leichnam, aber richtig respektlos hinten am Quad befestigt. Da muss Iris aber echt krass Sachen angestellt haben, dass sie so behandelt wird irgendwie, ne? Also wird meine Theorie doch noch wahr, dass Iris vielleicht doch gar nicht so gut ist, wie alle denken? Ist auch eine Theorie von mir gewesen. Guckt euch gerne meine letzten Theorie nochmal an. Da habe ich das genauer ausgearbeitet. Nachdem er meine Mutter außer sich war, jetzt, dass sein Iris weg ist, kommt Ju zu ihm, der vom Fremden da wahrscheinlich hingeschickt wurde, und sagt ihm, dass er ihm sagen kann, wo der Sandmann ist, wo Zeke ist. Also ist der Plan vom Fremden, dass der Mann im Mond zum Sandmann kommt. Weil irgendjemand muss ihm ja das Gesicht abreißen, damit er das alte Gesicht wieder dran bekommt, um halt die Reue, die 1000 Jahre Reue zu bemerken. Das kann Joe selbst nicht machen. Aber Joe kann mit Hilfe seinem Kompass ihm den Weg zeigen, wo der Sandmann ist. Und anscheinend funktioniert der Kompass jetzt auch wieder. Weil der war ja vorher schon ein bisschen kaputt. Meine Theorie war ja, dass es durch die Angriffe vom Osterhasen kaputt gegangen ist. Aber anscheinend ja nicht. Genau das mit dem Kompass sagen sie auch in der Reaktion auf diesen Part hier, dass er den Weg dahin hinführen kann mit dem Kompass. Deswegen kommt Ju jetzt schon direkt mit, ich kann dich zum Sandmann führen. Kann er ja, mit dem Kompass auf seinem Rücken. Aber könnte nicht einfach Ju mit dem Mann im Mond reden, sagen, hey, ich habe dein Gesicht aus 1000 Jahren in der Zukunft, schau es dir bitte mal bitte an. Weil er hat ja jetzt offensichtlich das Gesicht bei sich. Er kann es dir mal zeigen, hier, guck dir mal dieses Gesicht hier an. Zieh das doch bitte mal an und guck dir mal oder berührst doch wenigstens mal, um zu sehen, was dein Zukunft, ich dir sagen will. Da wird auch mein Mund auch noch ein bisschen klarer werden, vielleicht das auch annehmen, weil es das denkt sich, was in Zukunft ist. Wer wird denn nicht wissen, was in Zukunft auf sich zukommt? So, es muss ja schon wichtig sein, dass Juice ihm zeigen will. So, es kann auch keine Falle sein, wie irgendwas. Es ist sein Gesicht, er muss ja erkennen. So, das würde mich doch als mein Mund doch neugierig machen, irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Und dieses Video endet mit dem To Be Continued, was sich in Sand auflöst, weil danach ja das Spin-Off kommt zum Sandmann. Ja, und das war jetzt mein Analyse-Part. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie wird Jules den Mann im Mund jetzt überzeugen können, dass er auf ihn vertraut und so. Wir werden sehen. Aber bis dahin können wir noch ein paar Theorien schmieden und dazu komme ich. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfett.